Also wenn es jetzt nicht super, super dringend ist und ihr euch die Fragen vielleicht für nach dem Vortrag aufheben könnt, wäre das total super. Dann kann ich nämlich auch ein bisschen von der Zeit her gucken, weil ich weiß, dass der Vortrag beim letzten Mal so ein bisschen lange geworden ist, weil dann auch eine Diskussion entstanden ist, was erstmal nicht schlimm ist. Aber ich denke mal, so eine Diskussion am Ende, dann hat man einfach viel mehr von, wenn das okay für euch ist. Prima. Dann läuft. Ja. So schön, dass so viele von euch gekommen sind. Freut mich sehr. Ich erzähle euch heute ein bisschen was zum Einstieg in CSS Grid, also was es ist, was es macht und was man damit eigentlich für coole Sachen machen kann. Ich bin die Jessica, ich bin selbstständige Theme-Entwicklerin aus Münster und ich mache das jetzt schon, also Themes mache ich auch schon seit ein paar Jährchen und insgesamt habe ich aber schon 12 Jahre Berufserfahrung als Webentwicklerin, auch mit anderen Systemen. Fangen wir mal an mit der Evolution von Layout in CSS. Es ist so, dass damals, als das Internet anfing, gab es im Prinzip kein Layout. Also man hatte einfach alles untereinander geklatscht. Texte, Bilder waren ja noch sehr klein damals, wenn überhaupt vorhanden. Im Prinzip war es einfach nur einmal Text runter. Aber man konnte sie sich im Internet angucken. Dann ging es weiter, dass man dazu übergegangen ist. Irgendjemand hat mal erkannt, mit Tabellen kann man eigentlich schon ziemlich coole Dinge machen. Man kann auch Sachen nebeneinander darstellen, nicht immer nur untereinander. Und man hat dann die HTML-Tabelle einfach dafür missbraucht, ganz okay Layouts hinzubekommen. Beispiel dafür ist zum Beispiel die Microsoft-Seite von Ende der 90er ungefähr. Dann ging es weiter mit Floats. Kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn man nicht eine Tabelle nutzen will, aber dann doch Inhalte nebeneinander darstellen will. Klassiker ist Content und Sidebar. Dann muss man oder dann geht man ganz oft dazu über, Floats zu nutzen. Also Float Left, Float Right oder zweimal Float Left, dass es dann eben schön nebeneinander dargestellt wird. Hat aber auch noch so ein paar nicht so schöne Eigenschaften wie überlappender Content oder solche Geschichten. Daraus entstanden dann Frameworks, weil Leute es leid waren, das immer wieder zu wiederholen, wie Bootstrap oder Foundation, mit denen man einfach vorgegebene Konstrukte schon hatte, die im Prinzip dann schon auf Zeilen- und Spaltenbasis basierten, sodass man einfach nur noch sich grob das Konstrukt zusammenschustern musste und dann einfach ein fertiges Layout hatte. Es hat einfach den Entwicklungsprozess weit vereinfacht. Daraus entstand dann, oder beziehungsweise vor ein paar Jahren entstand dann das sogenannte Flexbox. Mit Flexbox war es erstmals möglich, in einer Dimension, also horizontal oder vertikal, Elemente nebeneinander zu positionieren und auch in der Höhe zu definieren und viele coole Dinge damit zu machen, die vorher einfach mit Floats nicht möglich waren. Zum Beispiel gleiche Höhe für die Kindelemente eines Containerelements. Und inzwischen sind wir bei CSS Grid angekommen, was uns es eben ermöglicht, nicht nur in einer Dimension die Layouts zu gestalten, sondern eben in zwei Dimensionen. Zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. CSS Grid ist relativ neu, gibt es erst, wie ihr seht, Firefox hat es im März 2017 erstmals eingeführt in einer offiziellen Version, die für alle ausgerollt wurde. Chrome ist direkt hinterhergezogen und auch Safari und auch Microsoft hat im Edge-Browser dann im Oktober 2017 CSS Grid vollständig implementiert. So schnell war, glaube ich, noch keine CSS-Spezifikation in allen großen aktuellen Browsern ausgerollt. Und für alle, die es interessiert, der Internet Explorer ab Version 10 kann auch schon CSS Grid, allerdings in der älteren Spezifikation und mit dem MS-Prefix. Genau. Wie ich schon sagte, zwei Dimensionen, also Layouts wie das hier zum Beispiel, überhaupt gar kein Problem mit CSS Grid. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, okay, die zweite Spalte über zwei Zeilen, Gott, wie hat man das? Das kriegt man doch gar nicht hin. Aber das kriegt man durchaus mit CSS Grid hin. Okay, kommen wir zu den Basics.
Im HTML definiert man einfach ein Container-Element, ein Eltern-Element. Das ist dann der Grid-Container und dann gibt es alle direkten Kind-Elemente, darunter werden automatisch zu Grid-Items, die man dann eben in diesem Grid verteilen kann. Genau. Okay, das kann man jetzt ein bisschen schlecht lesen. Danke, Beamer. Okay, ich lese es kurz mal vor. Also wir haben hier, da. Einmal, ich habe hier ein Section-Element genommen mit der Klasse Grid. Darunter habe ich eine H2, ein Bild, ein Paragraph, ein Span-Element und noch einen Link. Und im Prinzip, was man einfach sagen muss, um das CSS-Grid zu aktivieren, ist, dass man sagt, Section oder hier dann die Klasse Class Grid, Display Grid. Mehr muss man nicht tun. Elternelemente können Divs sein, können Sections sein, Articles, auch der Body kann ein Grid-Elternelement sein, das geht auch. Und Kind-Elemente kann im Prinzip wirklich alles andere sein. Hauptsache es ist ein eigenständiges Element und es ist direkt unterhalb des Container-Elements, also ein eben wie hier im Beispiel H2, Image, Paragraph, Span und so weiter. Spalten definieren. Fangen wir mal damit an. Die CSS-Eigenschaft dafür nennt sich Grid Template Columns. Und dafür kann man jetzt sagen, okay, man hat ein Grid, einen Container und jetzt will ich in diesem Beispiel 3 Spalten definieren. 1, 2, 3. Dann sage ich einfach, hey Grid, Display Grid, Grid Template Columns und dann gebe ich an, was ich da, wie breit ich die Spalten haben möchte. 90 Pixel, 50 Pixel, 120 Pixel. Ich kann auch Rem nehmen, ich kann auch andere Einheiten nehmen, ich kann sie auch alle mischen, alles gar kein Problem. Was passiert eben, wenn es aber mehr Elemente gibt in dem Grid, als es Spalten gibt? Seht ihr schon, es wird einfach in die nächste Zeile umgebrochen. Na, also es gibt 3 definierte Spalten und der Rest wird dann eben in die nächste Zeile anhand ihrer Reihenfolge eben umgebrochen. Mit den Zeilen kann man natürlich genauso definieren, nennt sich Grid Template Rows. Und das sieht dann so aus. Gleiches Spiel, Grid Template Rows, 50 Pixel, 100 Pixel. Also der erste Block ist hier 50 Pixel groß, der zweite ist hier 100 Pixel groß. Und hier ist das Schöne, wenn es mehr Inhalte gibt, ebenso wie bei den Spalten, wird das bei den Zeilen einfach, kommt einfach unten drunter dran. Und hier gibt es die Funktionalität, dass die Inhalte bzw. die Elemente, die nicht mehr in das Grid passen, die nehmen einfach die Höhe ein, die ihr Inhalt hat. Also ist das ein Bild, das 300 Pixel groß ist, ist diese Zeile 300 Pixel groß. Ist das ein Bild mit, oder ist das ein Absatz mit 2 Zeilen, ist es halt so groß, wie der Absatz mit 2 Zeilen braucht. Das nennt man eben impliziertes Grid und das hier, die ersten beiden, würde man das explizite Grid nennen. Weil man explizit angegeben hat, ich möchte, dass diese 2 Zeilen so groß sind und alle anderen sind das implizierte Grid. Und die werden dann einfach nehmen eben die Höhe ein, die ihr Inhalt einnimmt. Und man kann auch sagen, mit den Angaben Grid Auto Columns und Grid Auto Rows, soll das implizite Grid, also Zeilen oder Spalten, eine gewisse Höhe für sich haben. Also sollen die immer mindestens 50 Pixel groß sein? Oder sollen die immer mindestens 100 Pixel groß sein oder 3 Rem oder was weiß ich. Genau. Eine sehr coole Sache ist Abstände. Also wir haben ja jetzt ein Konstrukt von Zeilen und Spalten. Und wer schon früher mal versucht hat, Abstände dazu definieren, kam ja gerne mal ins Schwitzen dabei. Mit CSS Grid ist das absolut kein Problem, weil man es eben schön angeben kann. Man hat eben einmal Grid Gap, was gleichzeitig für Spalten- und Zeilenabstände gilt. Man kann aber auch mit Grid Column Gap und Grid Row Gap diese unterschiedlich angeben. Also wenn man die Spalten, der Abstand zwischen den Spalten größer sein soll als zwischen den Zeilen, kein Problem. Und
wie ihr es jetzt hier in dem Beispiel seht, außen an den Abständen, also an den Außenrändern, werden diese Abstände nicht gezählt, nur wirklich innerhalb zwischen den Zeilen und Spalten. Jetzt muss ich mal gucken, Grid Row Gap, genau. Also mit Grid Row Gap wird halt gesagt, nimm den zwischen die Zeilen, oh Gott, zu viele Zeilen, zu viele Spalten, und Column Gap eben zwischen den Spalten. Also die 5 REM sind hier und die 20 Pixel sind hier. Man kann die auch gleichzeitig unterschiedlich für beide definieren und einfach im Grid Gap zusammenschreiben. Würden hier nur 20 Pixel stehen, wäre es so, dass überall es für beide gelten würde, Spalten- und Zeilenabstände. Genau, der erste steht dann halt für die Row Gap, also wie hier oben in dem Beispiel, wenn man es lesen kann, hier steht 20 Pixel bei Grid Row Gap und hier unten sind die 20 Pixel an erster Stelle und bei Grid Column Gap stehen die 5 REM und die sind hier an der zweiten Stelle. Genau. Kommen wir zu dem Feature, was mir persönlich echt am besten gefällt an CSS Grid. Eine neue Einheit. Wahrscheinlich werden euch jetzt viele von euch sagen, was, schon wieder? Wir haben doch Pixel, wir haben doch REM, wir haben doch EM, wir haben Viewport Width, Viewport Height, wir haben Prozent, wir haben doch noch so viel anderes. Aber Fraction ermöglicht es uns erstmals mit CSS Grid richtig coolen Scheiß zu machen. Die Einheit wird mit FR abgekürzt für Fraction und damit kann man definieren, ich kann fixe Spalten oder Zeilen definieren, 300 Pixel, 3 REM, was auch immer. Und ich kann aber sagen, teile den restlichen verbleibenden Platz auf. Entweder in eine Spalte oder in n Spalten mit der Fraction-Einheit. Das berechnet sich so, man hat die Gesamtbreite. Gesamtbreite ist eben das komplette Elternelement, der Grid-Container. Und dann wird gesagt, alle fest definierten Angaben. Wenn ich einmal 200 Pixel habe auf der ersten Spalte und einmal 500 Pixel auf der vierten und habe dazwischen noch ein bisschen Platz. Und der soll sich im Responsive-Verhalten ein bisschen verkleinern mit der, nach der jeweiligen Viewport-Größe, also nach der Größe des Devices. Dann zieh mal erstmal die 200 Pixel und die 500 Pixel ab. Zieh auch noch ab, dass du, wenn ich Grid Gap angegeben habe, zieh das auch noch ab. Und das, was übrig bleibt, was der Browser dann berechnet an Platz, das wird halt dann für die Fraction Units genutzt. Genau, dann machen wir das. Okay, also im Prinzip ein Beispiel hier habe ich jetzt so genommen, ich habe einmal, die erste Spalte hat 10 Pixel, die ist relativ schmal, die nächste, die zweite hat 100 Pixel, die ist ein bisschen breiter und hier habe ich so aufgeteilt, dass ich nicht nur eine dritte Spalte habe, sondern noch zwei weitere Spalten, wobei die dritte Spalte eine Fraction ist und die zweite Spalte zwei Fractions ist. Das heißt, ich habe insgesamt drei Teile oder ich möchte den verbleibenden Platz in drei Teile aufteilen, habe ein Teil als dritte Spalte und die anderen beiden Teile als zweite Spalte. Und so kann man den verbleibenden Platz mit durch fixe Elemente eben so schön variabel gestalten, dass trotzdem alles ausgefüllt wird. Eine wichtige Sache gibt es an der Stelle noch, und zwar, dass auch Prozente abgezogen werden. Aber bei Prozenten ist es so, wenn man jetzt sagen würde, ich möchte einen Grid haben mit 80%, 20%, macht es nicht. Weil Prozente werden, 80 und 20% gibt in der Summe dann mehr als der, im Grid mehr als die, als das Container-Element groß ist und es wird darüber hinausschießen. Deswegen gibt es diese Fraction-Funktion, weil die nämlich genau berechnet, was bleibt mir wirklich an Platz übrig und wie kann ich diesen Platz besser aufteilen? Also müsste man statt 80 und 20% sagen, eben 4FR, 1FR. Das wäre dann das Äquivalent für 80-20% an der Stelle. Genau, und eine andere Sache noch, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich definiere hier zwar 100 Pixel, aber ich sage irgendwann später im CSS, naja, eigentlich muss das Element doch ein bisschen größer sein. Dann wird das trotz, also wenn jetzt hier drunter stehen würde,
Column 2 200 Pixel, dann ist es so, dass die in der Berechnung des Grids die 200 Pixel Anwendung finden und nicht nur die 100 Pixel, wie sie im Container-Element stehen. Also auch das ist möglich. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ich möchte jetzt aber so ein Grid mit 8 Spalten machen oder 12 Spalten, wie man das so von Bootstrap oder Foundation kennt. Da muss ich ja jetzt 8-mal hintereinander, wenn ich das mit der Fraction Unit machen will, 8-mal hintereinander eine Fair schreiben. Braucht er nicht. Es gibt die Repeat-Funktion. Und wenn man eine Angabe hat, also ein gleich großes Grid definieren möchte, sagt man einfach repeat hier, grid template rows. Hier definieren wir erstmal die Zeilen. Wir nehmen repeat, sagen, ich will 4 Zeilen definiert haben, die jeweils 100 Pixel groß sein sollen. Also 4 Zeilen, 100 Pixel groß. Gleiches gilt für grid template columns. Repeat. Ich möchte 3 Spalten, die jeweils 1 FR breit sind. 3 Spalten, die jeweils 1 FR breit sind. So muss man nicht mehr, kriegt man das nicht mehr so unübersichtlich hin, sondern kann das schön in der übersichtlichen Form darstellen und der Browser übernimmt das dann dementsprechend. Man kann auch diese Repeat-Angabe komplett mischen. Ich kann zum Beispiel sagen, 200 Pixel Repeat 4 und 4 mal 100 Pixel und dann nochmal 1 FR oder sowas. Auch kein Problem. Genau. Dann gibt es die, einen Schritt weiter, gibt es die Min-Max-Funktion. Und damit kann man dann sagen, die Spalte soll mindestens so groß sein, aber maximal so groß. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn ich sage, ich möchte die Zeilen mindestens 100 Pixel hoch haben, aber dann sollen sie sich halt dem anpassen, wie der Inhalt einfach ist, weil ich den nicht vordefinieren kann. Dann sagt man, schreibt man da Auto rein. Gleiches für die Spalten auch. Ich kann sagen, sei mindestens, nimm den Platz ein, den du brauchst, aber du darfst maximal nur 50% annehmen des Platzes, den du zur Verfügung hast. So wie 1FR und 3 REM, die gehören da oben noch mit rein. Was passiert hier? Also ich habe 2 Zeilen, die 100 Pixel groß sind oder wo mindestens 100 Pixel groß sein sollen. Und dann einfach, wenn mehr Inhalt drin ist, wird es einfach größer. Also die erste Zeile, da ist nicht mehr drin, die ist 100 Pixel groß. In der zweiten Zeile hat man ganz viel Text. Also ist der mindestens 100 Pixel, aber der erweitert sich einfach, weil er, weil da einfach mehr Text drin steht. Und bei den Spalten ist es so, ich habe 3 Spalten, eine Min-Max-Spalte, eine Spalte, die über Min-Max definiert wird, 1FR und 3 REM. 3 REM werden definiert, der 1FR ergibt sich dann einfach aus dem beiden ersten. Und bei der ersten Spalte ist es so, dass seien mindestens so breit, wie du Platz brauchst, also nimm so viel Platz, wie du brauchst, aber du darfst nicht mehr als 50% des gesamten Containers einnehmen. Und so kann man das eben sehr coole Funktionen machen, die das mit denen man eben Inhalte so schön definieren kann. So, jetzt war ich zu schnell. Kein Problem. Genau. Ich muss mal kurz nochmal nachlesen, jetzt bin ich ein bisschen raus. Genau. Okay, gerade habt ihr schon gesehen, Autofill und Autofit. Das ist eine Funktion, mit der man sagen kann, lieber Browser, erstelle so viele Elemente wie möglich in dem Grid-Container, das wie es gerade passend ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Autofill und Autofit. Und
Bei der Repeat-Funktion habt ihr ja gerade schon gesehen, ich kann sagen, ich möchte jetzt 3 Spalten oder 4 Spalten, je nachdem, wie viel man da haben möchte. Aber was ist, wenn ich nicht weiß, wie viele Spalten das ist? Oder wenn ich sagen kann, okay, ich möchte ein komplettes Responsive Design machen ohne Media Queries. Wie sehr kann ich oder wie viele Elemente kann ich denn dann nebeneinander packen? Stellt euch einfach einen Shop vor, wo ihr eine Produktübersicht habt mit Artikeln. Dass die dann einfach in der kleinen Version möchte ich ein Artikel haben, je größer es wird, 2 oder 3 oder 4. Dafür sind die beiden Schlüsselwörter ganz prima. Fangen wir an mit Autofill. Mit Autofill bekommen wir so viele Spalten, die mindestens in dem Beispiel jetzt 200 Pixel und maximal 1 FR breit sind. Und hier in dem Beispiel kommen so viele kommen durch die Vorgabe des Elternelements so viele Spalten zusammen, dass es insgesamt 6 Spalten gäbe. Aber da nur 3 vorhanden sind, sagt er, okay, 1 FR, aber Platz wäre für 6. Gut, dann mache ich halt die für 6. Ich sehe 6 Spalten vor, aber ich fülle die Kindelemente dann nur für 3 Spalten aus, weil es ist ja theoretisch noch Platz für mehr. Dagegen steht dann AutoFit, mit dem man dann sagen kann, okay, du hast so viele Spalten, wie es dir möglich ist, aber du hast eben nur 3, also ziehen wir die 3 auf die volle Breite, weil sie ja 1 FR sind. Und eben die leeren Spalten werden halt dann verborgen, weil die dann eben nicht mehr ausgefüllt werden können. Würden jetzt hier eben 4 oder 5 Spalten sein, würde das halt gleichzeitig in 4 oder 5 Spalten aufgeteilt werden. Im Gegensatz eben zu hier, wo man dann sagt, okay, vordefiniertes Grid. Ich möchte nicht, dass die volle Breite einnehmen, sondern einem bestimmten Schema folgen. So, genau. Gerade habt ihr ja schon gesehen in dem Beispiel hier, es gibt so komische Plöppel hier an den Seiten und die sind alle nummeriert. Also hier 1, 2, 3, hier steht 6, weil sie zusammengeklebt sind, 4, 5, 6 und hier steht eine minus 1, hier eine minus 2. Was ist denn das eigentlich? Das ist die Liniennummerierung. Also jedes Grid, was definiert wird, bekommt eine automatische Liniennummerierung. Somit kann man halt auch einzelne Elemente an bestimmte Positionen setzen. Also ein Kindelement kann an verschiedene Positionen gesetzt werden. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen, aber wenn man es einmal drauf hat, ist es gar nicht mal so schwer. Und zwar fängt die Linie 1 fängt außen an, quasi ganz außen. Hier ist die erste Spalte quasi, die zweite Spalte fängt hier an, die dritte hier und Linie Nummer 4 hört hier auf, also ist quasi das Ende des Grid. Es gibt also immer mehr eine Liniennummerierung mehr als es Grid-Elemente gibt. Und das Beispiel hier ist aus den Firefox DevTools, die sind damit am fortschrittlichsten, was CSS Grid angeht. Und da kann man sich das sehr schön anzeigen lassen, dass man hier eben, wie genau das Grid eben aufgebaut ist. Und das Ganze gibt es auch als negative. Also ich kann sagen, hier minus 1, also zähle ich bei den Spalten eben von hinten, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Und somit kann ich auch sagen, ein Element positionieren, du gehst von ganz hinten und erstreckst dich über 2 Spalten zum Beispiel. Genau. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, naja, wenn du sagst, so gibt es erst seit 2017 in allen großen Browsern, wie macht man das denn, wenn man Grid drin nutzen will, aber halt noch aus welchen Gründen auch immer ältere Browser, die das nicht kennen, unterstützen soll. Die Variante, die mir persönlich am besten gefällt, ist, dass man ein Fallback schreibt in Flexbox oder mit Floats, also so wie man das vorher gemacht hat, und das dann eben mit dem Feature Query Add Supports die Angaben überschreibt und dann das CSS Grid implementiert. Weil CSS ist ja Cascading Style Sheets, heißt,
das, was ganz unten steht, ist das, was genommen wird. Also wenn ich oben definiere, die Schriftfarbe soll rot sein und unten definiere, die Schriftfarbe soll blau sein, dann wird die Schriftfarbe eben blau gesetzt und das Rot, was oben steht, wird ignoriert. Und genauso kann man das im CSS Grid machen, dass man sagt, okay, ich definiere erstmal als Flexbox zum Beispiel relativ einfach mein Layout, so wie ich es mir vorstellen könnte, wie es auch zum Beispiel in der Mobilansicht dann aussieht und sage dann einfach, okay, hey Browser, unterstützt du Grid mit Add Supports und dann kommt in Klammern Display Grid, so wie ihr die Media Queries kennt mit Add Media, Screen and Min Width und so weiter. Und überschreibe dann quasi das, was ich vorher im Flexbox oder als Floats geschrieben habe, mit dem vom CSS Grid. Und so stellt ein Browser, der CSS Grid unterstützt, das Grid an und alle alten Browser bekommen halt eine Fallback-Lösung, die relativ einfach ist. So. Aber es gibt noch ein paar mehr Sachen in CSS Grid, die ziemlich interessant sind und mit denen man viele Sachen machen kann. Das eine ist die Spannweite einer Zelle. Das heißt, ein Element kann über mehrere Spalten oder Zeilen vergrößert werden. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte die erste Zeile, möchte ich, dass das Element die komplette Breite einnimmt. Also über alle Spalten geht. Kein Problem. Oder über mindestens 5 Zeilen geht. Auch kein Problem. Dann kann man Grid Areas definieren. Das sind... Man kann mehrere aneinanderliegende Spalten und Zeilen zu einer Area definieren. Das ist ein vorgefertigter Block. Das ist mein Header, das ist meine Sidebar, das ist mein Content, das ist mein Footer. Alles gar kein Problem. Überlappung, etwas, was wer schon mal versucht hat, irgendwie ein Element zu überlappen mit einem anderen, wahrscheinlich ziemlich geflucht hat bisher. Gar kein Problem. Man kann einfach auch definieren, dass verschiedene Elemente übereinander liegen und dann einfach mit dem Z-Index sagt, du liegst oben, du liegst unten und kann somit auch sehr interessante Layouts gestalten. Und ein Thema, auf das ich explizit nicht eingegangen bin, weil es wirklich, wirklich groß ist und den Rahmen hier sprengen würde, ist die Ausrichtung. Mit CSS Grid kann man halt alles komplett ausrichten. Also man kann sagen, die Spalten sollen ausgerichtet werden, die Zeilen sollen ausgerichtet werden, die Inhalte dort drin sollen ausgerichtet werden. Und eine schöne Sache ist halt, man hat auch kein Problem damit, wenn man sagt, ich möchte etwas horizontal und vertikal gleichzeitig zentriert haben. Funktioniert. Ohne irgendwelche Hacks und ohne irgendwelche Krücken, die man dafür basteln muss. Ja, ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht auf CSS Grid. Ich habe hier noch ein paar Links zusammengesetzt. Die Folien sind schon in meinem Blog online. Die Links werde ich auch noch gleich dann dort reinsetzen, dass ihr nicht die Folien durchspringen müsst. Und ich kann euch sehr ans Herz legen, wenn ihr im Englischen flüssig seid, die Videoserie von Jen Simmons. Die hat das CSS Grid mit an der Spezifikation gearbeitet, wie sie heute ist und arbeitet auch noch weiter dran. Die erklärt das auch noch sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch für Leute, die jetzt nicht so sehr drin sind, sehr verständlich meiner Meinung nach. Die hat auch viele coole Beispiele auf ihrer Seite, genauso wie Rachel Andrews. Dann gibt es einen kostenlosen CSS Grid Kurs. CSS Grid Garden ist ein Spiel, da lernt man so spielerisch so ein bisschen die Funktionalitäten von CSS Grid kennen. Etwas, was ich immer sehr gerne offen habe bei meiner Arbeit, ist der Complete Guide zu CSS Grid von CSS Tricks. Und dann gibt es so hier noch das Cheat Sheet hier unten. Das ist auch für die ganzen Ausrichtungsgeschichten, die ich euch gerade erklärt habe, noch sehr hilfreich. Wie gesagt, Links gibt es dann in meinem Blog gleich. Dankeschön. Was habt ihr für Fragen? Einmal. Erstmal danke für den Vortrag. War wirklich sehr interessant und hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet für CSS Grid. Meine Frage wäre dahingehend, ob es auch eine Art Ordnungssystem gibt, wie beispielsweise im Flexbox-Modell, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt die Spalte in
mal Ordnung 1 haben oben oder ganz zum Schluss haben, ob diese Funktion da auch mit integriert ist? Okay, ich muss die Frage kurz wiederholen für die Aufnahme. Also deine Frage ist, ob es eine Funktion gibt, mit der man abhängig vom, von der Responsiveness die das Element irgendwo anders positionieren kann. Genau. Also grundsätzlich, das geht auch, soweit ich weiß. Müsste, glaube ich, auch mit Order zu... Müsste ich selber nachgucken, genau. Aber ich meine schon, dass es funktioniert, dass du mit einem Media Query sagen kannst, dass du eben an einer anderen Position bist. Also die Grid Areas, die ich zum Beispiel gerade meinte, da ist es so, da definiert man einfach, du sagst Grid Template Area und dann malst du so ein bisschen auf, ich kann dir das in einem Beispiel gleich zeigen, Header, 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 Header in der ersten Zeile, Sidebar Content in der zweiten Zeile, Footer, 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 Footer in der dritten Zeile, so wenn du jetzt mal ein grob Layout nimmst. Und dann kannst du sagen mit einer Media Query, ich will aber, dass die Sidebar nicht, wenn sie links ist, dass sie nicht als erstes angezeigt wird, sondern unterhalb des Contents auf einem Mobildesign. Und dann sagst du einfach für die Grid Template Area mit einer Media Query, Header, 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 Content, Sidebar, Footer. So funktioniert das im Groben. Noch Fragen? Alle Fragen beantwortet? Nein? Wie gesagt, ihr könnt mich auch sonst danach auch noch fragen, wenn euch was Spezielles einfällt. Oder eben auf Twitter oder sonst wo. Sind auf meinem Blog online. jessicaluschik.de. Ja? Oh ja? Gutenberg und CSS Grid. Ich guck mal zu Sören rüber. Also eigentlich hat das so nichts miteinander zu tun, weil ja die Themes dann dafür zuständig sind und Gutenberg ja an sich eigenständig ist und erstmal nicht so viel an eigenen Entwicklungen mit sich bringt für CSS Grid. Ja. Die sind wahrscheinlich mit Flex gebaut, weil eben, also die Frage war, ob es zusammen oder ob man irgendwie Gutenberg und CSS Grid das zusammen, ob es dann ein gutes Zusammenspiel für gibt. Und es ist so, dass CSS Grid eigentlich eher von den Themes übernommen wird und weniger von Gutenberg selber, auch wenn es in Gutenberg dieses Spaltenelement gibt. Und ich gehe mal davon aus, dass sie nicht auf CSS Grid umgestiegen sind, sondern dass es eben einfach als Fallback-Lösung noch die Flexbox-Version gibt. Und wäre vielleicht mal interessant zu gucken, ob es ein Issue dafür gibt, ob man das nochmal umstellt auf CSS Grid an der Stelle oder ob die Themes dann eben gucken müssen, dass sie selber für das Spaltenelement ein Responsive Design bereitstellen. Okay, wenn sonst keine weiteren Fragen sind, da ist noch eine Frage. Ja. Also die Frage ist, ob man CSS Grid mit Bootstrap kombinieren kann. Also du musst CSS Grid nicht explizit für dein komplettes Layout nutzen. Du kannst es auch für einen kleinen Teilbereich nutzen. Ist gar kein Problem. Es gibt ganz viele Beispiele, auch bekannte News-Webseiten, die einfach nur in der Darstellung haben, wenn du ein bisschen runterscrollst, dass sie immer Bild und Text einfach gemischt haben, so als eigenes Element, so wo verschiedene Themen zusammengefasst werden oder so. Dass nur dieses Element quasi CSS Grid ist, aber der Rest vom Komplett-Layout her auf Bootstrap basiert. Ist alles kein Problem. Okay, wenn keine weiteren Fragen sind, könnt mich auch gerne noch danach fragen. Dankeschön.